Moin und herzlich willkommen bei Bootsprüfung.de. Mein Name ist Thomas und in diesem Video zeige ich euch den Webline Stake auf Slip. Das ist einer der 10 Knoten, die ihr für die Prüfung zum Sportbootführerschein See und Sportbootführerschein Binnen drauf haben müsst. Wir beginnen genau wie beim Webline Stake. Zuerst wird das lose Ende um die Reling gelegt. Das lose Ende kreuzt das feste Ende. Dann legen wir das lose Ende nochmal um die Reling. Dann stecken wir das lose Ende, diesmal als Schlaufe, durch die Überkreuzung. Festziehen, fertig. Bei Zug am festen Ende hält der Knoten, man kann ihn durch Zug am losen Ende aber sehr einfach öffnen. Der Webline Stake auf Slip wird benutzt, um Dinge kurzfristig festzumachen. Zum Beispiel Fender an der Reling. Er lässt sich noch schneller öffnen als der normale Webline Stake, ist aber auch noch anfälliger dafür, sich bei längerer Belastung ungewollt zu lösen.